Hallo und herzlich willkommen zurück zu Atlantic Fleet. Also heute mal wieder in der Kriegsmarinenkampagne weiter. Wir sind bei Mission 8. So. Also wir haben ja gesagt, wir haben... Oh, wie viel Tonnagen hatten wir jetzt? Sagen wir mal 24.500. Ja, wir sind eigentlich kurz vor der Admiral Graf Spee. Hier haben wir 6x11er, also 6 Rohre. 28, die 31 für Admiral Hipper, Prinz Eugen. Da werde ich sowieso die Prinz Eugen nehmen. 6.500, was uns hier noch fehlen. 8 Rohre. Ja, hier hat man einen leichten Kreuzer, aber wie gesagt, ich glaube, wir sparen uns das jetzt erstmal noch. Nehmen jetzt mal alle drei. Haben wir auch einen Kreuzer noch vom Gegner. Zwei Zerstörer. Komm, wir nehmen jetzt mal alle drei Schiffe. Hallo? Wieso setzt ihr jetzt mein Schiff hier genau vor die Gegnerschiffe? Schaut euch mal das an. Die anderen zwei sind hier drüben, aber er ist direkt in den feindlichen Schiffen. Oh, das ist krass. Müssen wir auf jeden Fall mit Rauch fahren. Sicher ist sicher. Weil dann ist es ja so, wenn wir Rauch haben, haben sie diese... können sie nicht wirklich anvisieren, wie zum Beispiel hier, 24,4 Grad, sollen wir unsere Geschütztürme einstellen, das können wir da nicht, also wir können das Schiff, der Gegner kann es nicht markieren, sieht es da nicht, der muss dann komplett blind drauf schießen. So, wie ist der Wind? Der kommt von rechts, 24, also wie gesagt, da müsst ihr halt immer ein bisschen testen, jetzt machen wir halt einfach mal 24,4. Machen dann so, dass die Granaten mehr im Geschlossenen fallen sollen, weil hier würden sie verteilt ankommen und hier mehr zusammen. Das lassen wir jetzt erstmal so. Erstmal schauen, ob wir hier treffen. Das ist zu weit. Okay. Das war zu weit. Den haben wir ein bisschen hier rüber. Könnten ja auch Torpedos da drauf schießen, aber ich wüsste jetzt nicht, wo wir die hinsetzen sollen. Ich denke, die brauchen ungefähr drei Runden bestimmt, bis sie da drüben ankommen. Also müssten wir es irgendwo in dem Bereich, glaube ich, mal absetzen, aber dann kann er immer noch seinen Kurs drehen. Das, glaube ich, wird gar nicht so leicht. 15,1. Wir machen 15,1. Wir testen jetzt mal die Schiffe durch. Ich sehe, da ist auch zu weit. Also können wir als bei den nächsten, beim nächsten Angriff die zwei ein bisschen kürzer schießen lassen. Dann kann es aber natürlich auch sein, dass es dann wieder zu kurz ist. Müssen wir schauen. Ich hoffe halt nur, dass unser anderes Schiff hier überlebt, oder was mitten hier beim Gegner drin ist. Ah, jetzt schaut mal an. Torpedos, Torpedos, Torpedos. Shit. Ja, das ist blöd. Wie soll ich dann das Schiff eigentlich wegkriegen, wenn der jetzt gleich am Anfang... Oh, Torpedos hier rauslässt. So. Also wir müssten uns jetzt... komplett hier rüber drehen. Wenn wir nicht genau in den Torpedo reinfahren. Na, wir könnten aber Glück haben, dass der Torpedo jetzt genau vorbeischwimmt. Also 20,5, ein bisschen kürzer, machen jetzt mal 20,4, sehen wir ja, was rauskommt. Ja, sage ja, jetzt sind wir wieder zu kurz. Das ist blöd. Das ist wirklich blöd. 11,0. Also machen wir mal genau 11. Ah, schaut mal das an. Da hätten wir jetzt bestimmt 11,4
4. Oh, leck, schaut euch den Torpedo an. Der war wirklich knapp. Also hier hat man jetzt wirklich Glück, ja, aber ich verstehe das nicht, wie man wirklich gleich zu Start ein Schiff von uns in die Gegner rein hier reinquetschen kann. Das kann man doch nicht bringen. Genau, schießt doch mal schön auf die, die weiter entfernt sind. Boah. Genau, und unser Zerstörer brennt schon. Das ist ja bitter. Also hier gehen wir jetzt mal hier rüber. Wir schauen natürlich, dass wir jetzt auch an diesen Gegnerschiffen wegkommen. Drauf feuern, wie gesagt, traue ich mich jetzt nicht. Komma 4, 14,8. Komm, wir nehmen uns erstmal den hier. Machen jetzt mal 14,9. Ja, es sind immer zu kurz, Mensch. Ja, da ist der brennt. Oh, leck, wir können unser Ruder nicht betätigen. Hat sie das Ruder erwischt? Also bisschen mehr. Wir machen jetzt mal 13,2. Nein, sind wir wieder drüber. Also ich denke halt wirklich, dass das Spiel reines Glück ist und nichts mehr mit Einstellungssache zu tun hat. Weil wenn wir jetzt so weit schießen und dann beim nächsten Mal ein bisschen kürzer machen, sind wir auch zu kurz, ja. Also. Ja, was soll man dazu sagen? Ich hoffe jetzt mal wirklich, dass die meinen Zerstörer hier nicht mehr treffen. Irgendwann müssten sie auch schaffen, dass das Feuer wieder gelöscht wird. Dann hoffe ich ja mal, dass sie auch das Ruder reparieren können. Nur ich sehe schon, wenn wir jetzt den hier nehmen. Ah, ihr seht schon, hat aber auch nur ein paar kleine Geschütztürme hier. Ey, wir haben noch kein Gegnerschuss getroffen bis jetzt. Den müssen wir halt zuerst wegbekommen, das wäre schon super. 18,6. Also 18,8 oder machen wir 18,9. Ja. Zwei kleine Treffer, wenigstens schon mal was. Also Feuer ist eigentlich gelöscht, so wie es ausschaut, aber unser Ruder ist noch nicht repariert. Elf,5, ja, ich glaube, wir nehmen uns den hier. Machen wir 11,6. Ah, wir hätten doch, glaube ich, mehr nehmen sollen. Ja. Wir hätten mehr nehmen sollen. Boah, du Sack. Jetzt werden es alle auf den hier schießen. Ja. Die schießen auf den hier. Jetzt ist natürlich die Frage, wollen wir mit Rauch weiterfahren oder wollen wir einen Zerstörer angreifen? Wir fahren jetzt nochmal mit Rauch. So, Torpedos können wir keine raushauen. Weil wir einfach zu weit weg sind und ich das nicht einschätzen kann, wo ich die jetzt am blödsten hier raushau. Also ich würde halt denken, hier. Dann hätten sie. Na, okay, da wären wir dann doch zu weit weg. Vielleicht hier. Ah, doch, hier in dem Bereich.
eine Runde, zwei Runden ungefähr da. Dann kann aber passieren, dass er schon einlenkt. Das bringt uns dann nichts. Also 17,9, 18,1. Wenn wir wenigstens schon mal ein Schiff versenken würden, das wäre... Oh, schon wieder zwei Treffer. Nur ein... Ah, schaut hin, Rude ist repariert. Nur ein Schiff versenken. Na, hier werden wir uns wirklich schwer tun, so wie es hier ausschaut. 12,4, machen wir 12,6. Ja, jetzt sind wir wieder zu weit. Vorhin haben wir eins mehr gemacht, als wie es sein muss. Da waren wir dann zu kurz. Jetzt haben wir dann nochmal eins mehr gemacht. Jetzt sind wir wieder zu weit. Und das ist dann schon immer ärgerlich. Ich lasse mal eingehen, dass wenn die Zahl hier oben ein Richtwert wäre, wo man sich dann nachrichten soll. So. Und wenn wir das einstellen und wir merken, ah, wir sind zu kurz, dass wir dann in der nächsten Runde den Wert halt einfach um 2, 3 erhöhen. Aber dann, wie gesagt, passt halt auch wieder nicht. Das finde ich halt ein bisschen komisch. So, jetzt warte mal. Du bist hier. Lass mal den ein bisschen mit da rein. Und gehen vielleicht doch erstmal auf den Zerstörer. Was hat er hier? 16,1. Da kommen aber die hinteren Geschütztürme nicht mit. Also 18,5. Komme ich jetzt auf 16,3. 18,7. Ah, ja. Boah, das war so, so muss es sein. Perfekt. Aber natürlich, so einen Treffer können wir natürlich auch abbekommen. Also wir bleiben jetzt mal bei ihm. Machen 12,3. Komm. Nice. Jetzt müsste halt nur sinken. Das wäre natürlich cool. Aber irgendwie halten sich die Gegnerschiffe immer ewig über Wasser. Die gehen drüber. Ja, seht ihr schon. So Leute, was machen wir jetzt? Fahren wir jetzt mal ohne? Ja, wir fahren jetzt mal ohne. Wir schießen jetzt mit ihr auch. 7,6. Machen wir 7,7. Oh. Das ist für ein Arsch. Das ist ja natürlich ungedeckt hier. 17,8. Ja, wir bräuchten jetzt einen Glückstreffer, dass sie gleich sinkt. Das wäre perfekt für uns. Dann hätten wir das Schiff wirklich weg. 11,2. Wir gehen jetzt auf ihn. Der Gegner muss halt so Pech haben wie wir und immer daneben schießen. Das wäre natürlich super. Naja, das war mir jetzt klar, dass er auf ihn schießt. Weil er jetzt ohne Rauch ist und trifft sofort. Der wird es jetzt bestimmt auch machen. Ja, war mir klar. So, trifft auch. Der trifft auch. Ah, leck, jetzt schießen alle auf den. Also müssen wir doch wieder Rauch nehmen. Vielleicht setzt man dann doch erst ein, wenn nur noch ein Gegnerschiff da ist. So, jetzt mal ein bisschen den Kurs ändern. Dass sie hier auf jeden Fall wieder ein bisschen durcheinander kommen. Und hier 15,9. Tja, das ist bitter, ey. So, machen wir jetzt Torpedos. Wir könnten es jetzt aber mal probieren. Setzen Torpedos. Jetzt warte mal, die jetzt. Dann fährt er
Wir machen jetzt einfach mal drei Torpedos. Ich hoffe natürlich, wenn das jetzt so ist, dass die auch auseinander gehen und nicht in einer Reihe, hier. Das wäre natürlich scheiße. Ja, sind wieder hintereinander. Okay, wir schaffen es auf zwei Runden gar nicht bis zu dem Schiff. Ah, dann gegen die Torpedos auf jeden Fall daneben. Wir hatten mal wieder Glück in der Runde, dass alle nur auf ihn losgehen. So, Torpedos in the water. Nee. Also da müssten wir bestimmt 4 Runden rechnen, bis die da sind. So, Kurs wieder ein bisschen ändern. So, machen wir auch so. Das Gute ist ja, jetzt sind sie wirklich nah beieinander. Wenn wir jetzt drüber schießen, haben wir vielleicht Glück und treffen den anderen. So, was braucht man? 14,4. 14,6. Nein. So ein Scheiß. Probieren wir es halt einfach mal mit den Hochexplosiven. 11,4. Komm, 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 komm. Ah. Ihr seht schon, der kann viel einstecken, ey. Da noch kein Feuerchen, wo da drauf brennt. Ah ja, scheint sein Feuer auch schon gelöscht. Na, toll. Ja, wir hätten öfters ja noch treffen müssen. Alles klar, da haben sie jetzt in aller Ruhe können schön reparieren. So, Torpedo. Ja, die hätten es nicht einmal in der 4. Runde geschafft, da hinzukommen. So, das nächste. 13,8. 13,9. Komm, triff was. Oh, er brennt wenigstens mal. Ein Wunder. Ein Wunder. 10,5. Was hatten wir jetzt? War eins mehr. Machen wir 10,6. Das wird aber zu kurz sein. Oh, nee. Ah, die schaut schon mal sehr gut aus. Wieso die jetzt eigentlich immer auf ihn schießen, verstehe ich nicht. Da können sie nie genau sagen, in welche Entfernung der ist. Ihr seht ja, die schießen jetzt eigentlich bei dem in jeder Runde vorbei. Und das mit dem stinkt mich jetzt wirklich an, dass der nicht mehr brennt. So, wir sind Runde 4. Ja, dann rechne mal, wir hätten 5 Runden gebraucht, bis der Torpedo hier hinkommt. Der hat jetzt, glaube ich, seinen Kurs noch nicht geändert. Der fährt eigentlich immer nur gerade so dahin. So, dann probieren wir es weiter auf ihn. Dann wäre der Große nämlich schon mal weg. 13,4. 13,5. Komm, komm, komm. Ja, was will ich jetzt mit 5 Torpedos zum Beispiel auf einmal? Also 3 Runden muss man rechnen. Machen wir es so. Ach, wir können 2 verschiedene Routen eingeben. Deswegen.
dass ihr dann jetzt, schaut hin, verschiedene Routen, dass ihr dann in verschiedenen reinkommen. Weil ich ja glaube, wenn alle drei hintereinander schwimmen, wenn der erste vorbei geht, kann der zweite und der dritte ja auch vorbei. Okay, wir hätten es nicht einmal mit der fünften Runde geschafft. Gut zu wissen. So, der schaut aber gut aus, dass der im Wasser hier ist. Und weiter geht's. 12,4. Kommen auf jeden Fall immer näher. Na, ich glaube, wir kommen mit den Torpedos trotzdem nicht hin. Vor allem, wir haben gar keine Torpedos mehr bei ihm. 8,6. Jetzt ist er wirklich schon knapp. Machen wir 8,8. Aber ich glaube, da haben wir immer zu kurz geschossen. Oh, und? Nein. Aber schaut euch mal das an, wie der sich jetzt in die Seite hier reinlegt. Der legt sich wirklich richtig in die Seite rein. Oh, 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 hoffentlich singt er. Und er ist halt schon ein Teil unter Wasser. Jetzt müssen wir wirklich Glück haben. Und dann könnte man nämlich ihn auch endlich mal mitfeuern lassen. Aber so will ich das nicht. Ja, also die drei sind sowieso vorbei. So, dann hier mal ein bisschen den Kurs ändern. Jetzt gehen wir alles auf den erstmal, dass der weg ist. Weil der macht mir mit die meisten Probleme, weil er einfach am größten ist. 12,4. Also hier hätte ich mir eine Falle gewünscht, dass man wirklich jede Position einzeln runter machen kann. Und so muss man immer ganz, ganz vorsichtig machen. Treffen wir oder treffen wir nicht? Yes, wieder explodiert. Perfekt, perfekt. Der hängt auch schon ein bisschen durch hier. 9,0. Wieder eine Explosion am Schiff. Da schaut man hin, wie der schon durchhängt. Ey. Oh, leck. Was ist mit meinem Zerstörer? Ja, jetzt probieren wir es. Wir feuern jetzt mit ihm hier mit. Das sind die drei Torpedos. Wieso sieht man denn die anderen zwei Torpedos nicht? Oder, ach so, es kann natürlich sein, dass die jetzt im gleichen Ding auch mitlaufen. Machen wir mal 12. Ah, ist das kurz. Schon verdammt kurz. Ja, schaut mal an. Oh, leck. Ja, normalerweise müsste er jetzt sinken. Ja, wie sollen sich so ein Schiff über Wasser halten? 12,5. Den haben sie natürlich jetzt schon bitter erwischt, ja? Jetzt geh doch du mal unter. Was du schon Treffer eingesteckt? Ey, warte mal. Es geht nicht weiter. Wenn wir Glück haben, sinkt er. Nee, der sinkt noch nicht. Der sinkt noch nicht, der Sack. 8,5. Der muss doch untergehen. Schaut euch mal das an. Boah, das war ein voller Treffer auf die Brücke, ey. Jetzt müssen wir wirklich, wenn wir jetzt nochmal Glück haben in der Runde, dass der Zerstörer mit Rauch fährt. Jetzt glaube ich, wird es bitter, weil der eine Zerstörer, glaube ich, geht dann eh unter.
Was haben wir hier eigentlich alles? Oh, wir hätten sogar Torpedos. 12,2. Da waren wir eh zu kurz. Machen wir mal 12,6. Ja, da waren wir schon gescheit kurz vorhin. Also, wie gesagt, er muss mit drauf fahren. Keine Chance sonst. Den dürfen sie nicht nochmal erwischen. Weil ich glaube, dann geht er wirklich unter. 8,4. Bleiben wir bei 8,6. Ey, so wie es den zerreißt, muss er doch mal runtergehen langsam. Schaut euch das an. Da ist es halt schade, dass man hier keine Gesundheitsanzeige hat. Dass wir jetzt wissen, ja, wie viel braucht er noch? Oder zum Beispiel eine Wasseranzeige. Wie viel Wasser ist schon im Schiff? Oder beschädigten Zustand, dass man mal ein bisschen eine Übersicht hat. Und so denken wir immer wieder, wenn es jetzt mal ihn zerreißt, ah, jetzt geht er unter und dann geht es trotzdem noch weiter. Das ist halt immer ein bisschen blöd. Oh, Torpedo, komm, 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 komm. Hey, das wäre ja cool, wenn die jetzt noch treffen würden. Mach mal 14,2. Wir wissen ja, der ist irgendwie recht kurz immer. Ja, und jetzt ist er recht lang. Du mit Rauch. Das kann nicht wahr sein, ey. Das kann nicht wahr sein. Ja, die versuchen natürlich jetzt das angeschlagene Schiff zu versenken. Das ist schon verständlich. Naja, der dreht ab. Die kommen jetzt vielleicht bis hierher, die Torpedos. Wenn er dann in der nächsten Runde weiter abdreht, na, dann gehen sie auch vorbei. Das glaube ich wird nichts. Machen wir 11,8. Da wir jetzt zu weit drüber waren, machen wir jetzt nur ein bisschen mehr. Ja, und so knapp vor Schiff, ey. Muss das sein? Ja, das muss sein. 8,9. Ja, schaut hin. Sie sinkt. Na Gott sei Dank. Sie sinkt. Wir haben jetzt nur noch diese scheiß zwei Zerstörer hier. Wir müssen jetzt nur hoffen, dass unser für uns kein Schiff versenkt wird. Einmal versenkt, für immer weg. Müsst ihr euch nämlich wieder neu kaufen. Oh. Nein, die Torpedos sind weg. Shit. Was machen wir denn jetzt? Wir fahren jetzt mal wieder ein bisschen mit Rauch hier rum. Ah, schaut mal den an. Es kann aber sein, dass der jetzt im Laufe der Zeit, auch wenn er keinen Treffer mehr bekommt, auch sinkt. Jetzt müssen wir wirklich noch Glück haben, wenn wir das ohne Probleme hier gewinnen sollen, ohne dass wir Schiff verlieren. Ich will halt den jetzt einfach nicht in... Sollen wir es probieren oder sollen wir es nicht probieren mit ihm? Na komm, wir nehmen ihn mit in den Kampf, werden wir sehen, was rauskommt. 12,2. Jetzt lass es einfach nicht zu weit sein, komm. So, den mit Rauch. Also ihr seht, der kommt da schon immer weit. Ich glaube, die Fahrt von dem wird immer kürzer. 12,9. 13,2.
Alter, was war denn das für ein Treffer hier? Geh unter, geh unter. Na? Das wär's ja. Oh ne, ey, da. Und dann setzen die so einen Treffer hinterher, ja. Ey, das ist... Ah, er hält sich noch. Das ist ja gemein. Müssen wir ihn auch wieder mit Rauch fahren. Ja, bleibt uns gar nichts anderes übrig. Das war ja ein voller Treffer, was sie jetzt hier reinbekommen haben. Oh, schaut mal den an. Also mit Rauch. Ja, wird immer kürzer, finde ich. 13,7. Wir haben kein Glück, ey. Also kann ich die zwei Beschädigten jetzt eigentlich nur noch unter Rauch fahren lassen, in der Hoffnung, dass der Gegner die nicht trifft. Weil wenn sie getroffen werden, gebe ich die Hand drauf, dass wir jetzt noch ein Schiff verlieren. Und wenn wir es wirklich noch durchkriegen sollten, dann sind sie ja für die nächste Runde wieder repariert. Ja, also da hätten wir ja dann Glück. Geh bitte nicht unter, ey. Ohne Scheiß, geh nicht unter. Desto länger wir brauchen, desto mehr Angst habe ich, dass unser Schiff noch sinkt. Weil das können sie nicht mehr reparieren. Schaut euch das an. Wie weit wir schon unter Wasser sind mit dem. Ja, jetzt trifft er hier auch noch. Alter, vergiss es. Vergiss es. Okay, das Feuer ist wenigstens schon mal aus. Mal was Gutes. Lass uns doch wenigstens jetzt mal den einen versenken, ey. 13,8. Nein, komm, komm. Das ist so haarsträubend. Ja, da muss man so dazu sagen, die Leipzig wäre natürlich jetzt hier schon besser gewesen. Als wie unsere Zerstörer hier. Aber wieso der sich jetzt nur noch so kurz bewegen kann, das begreife ich nicht. Also jetzt haben wir eins wenig. Oh yes. Also wir machen jetzt nur eins mehr, wie die Einstellung sein soll. Da haben wir jetzt eigentlich gut getroffen. Nur wir bräuchten wirklich so einen Supertreffer, dass er auf jeden Fall gleich versenkt wird und nicht so langsam vor sich hin versenkt. So, hier mit Rauch. Du mit Rauch. Also der scheint ja eigentlich noch sehr, sehr gut intakt zu sein. 14,0. Also machen wir 14,2 mal. Komm, trifft. Ah, nein. Oh, leck. Da, schaut hin. Schaut hin. Er sinkt. Er sinkt. Was machen wir jetzt mit dem? Wieso geht er so auf die Seite? Ah, der hat hier zwei Einschusslöcher. Nein. Also wir müssen jetzt so schnell wie möglich den anderen versenken hier. Jetzt müssen wir wirklich immer gut treffen. 12,9. Machen wir 13,1. Hey, das Glück muss jetzt wirklich auf unserer Seite sein. Das Gute ist schon mal, dass es jetzt schneller geht, weil er nur noch einen Gegner schießen kann. Vergiss es. Passt. Gefällt mir.
So, jetzt wie gesagt, die lassen wir nur noch mit rauffahren. Mehr machen wir jetzt hier gar nicht. Halt nicht, dass wir in das andere Schiff hier reinfahren. Also machen wir 11,5. Probieren wir jetzt mal. Zu kurz. Ja, aber wenn der schon wirklich schon so hängt, nee, den können wir nicht mehr, den können wir wirklich nicht mehr schießen lassen. So, jetzt müssen wir aber hier wieder ein bisschen einschlagen, damit wir jetzt langsam auch alle Geschütztürme zu ihm wieder kriegen. Oh, der schaut gut aus. Ja, der schaut gut aus. Aber wir müssen halt sagen, wir haben halt dann aber auch schon schweren Schaden. Von ihm weiß ich jetzt nicht, von dem Zerstörer haben wir auf jeden Fall schweren Schaden. Da wird ja dann einiges abgezogen. Also machen wir 9,8. So ist es schön. So ist es super, wenn er brennt. Perfekt. Was machen wir jetzt? Nehmen wir ihn, hauen Torpedos raus. Ich weiß es nicht. Leute, was sagt denn ihr? Vor allem, ich sehe ja schon gar nichts mehr. Komm, wir lassen jetzt nochmal mit Rauch fahren. Den mit Rauch. Wir müssen wirklich nur aufpassen, dass wir nicht ein anderes Schiff hier haben. 8,3. Wenn er nah zu mir herkommt, können wir wirklich Torpedo raushauen. Aber da ist er einfach noch zu weit weg. Weil sie schaffen wir in einer Runde hier gar nicht. So. Und oder mal. Ah nein, Moment mal, das ist meiner. Da ist das Gegnerschiff. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir da nicht irgendwie auf das hier schießen. 6,7. Aber wenn es nicht zu kurz war, ja. Das habe ich schon im Flug gesehen. Wir lassen den jetzt noch ein bisschen herkommen und dann machen wir die Torpedos. Das lassen wir jetzt mal so. 3 mehr. Ja, nice, nice, nice. Oh, leck, das Feuer ist gelöscht schon für ihn. Nein. Oh, jetzt hat es irgendwas zerrissen. Shit. Wir fahren jetzt ohne rauf und jetzt hauen wir Torpedos raus. 3. Nein, sie sinkt. Schaut euch das an, sie sinkt. Okay, scheiß auf das Schiff. Da haben wir eh keinen großen Nutzen mit ihm. Das können wir in die weiteren Schlachten eh nicht mehr nehmen. Solange wenigstens unser Zerstörer überlebt. Na, jetzt ist mir schon klar. Jetzt probiere ich es natürlich auf den hier. Das ist ein Gefecht hier gegenüber. Auf kurze Distanz. Da. Sie sinkt. Nein. Ey, die eine Runde noch, dann hätten wir... Na, oder? Ja, okay, wir haben jetzt ein Schiff verloren. Was wollen wir machen? Aber ihr habt das selber gesehen. Das Schiff hat auch keinen großen Nutzen. Die Geschütztürme viel zu klein. Und ja, ist halt so. Wir haben auf jeden Fall 12.000 bekommen. Wir können uns die Prinz Eugen holen. So. Komoran haben wir verloren. Leider. Und ihr seht ja, hier haben wir natürlich auch einen schweren Schaden. Also das ist schon bitter. Aber wir haben dafür trotzdem, was mich jetzt wirklich wundert, 3 Sterne, Leute.
Obwohl wir ein Schiff verloren haben. Das finde ich schon mal sehr gut. So, wenn wir jetzt in Mission 9 reinschauen, jetzt passt da mal auf. Oh, leck. Oh, leck. Hey, was ist jetzt los? Wo ist unser Zerstörer? Ah, was stand jetzt bei dem Einsatzbericht? Irgendwas, unser Zerstörer ist weg. Oh, 37.000. Also wir müssen uns jetzt wirklich... Die Admiral Hipper oder Prinz Eugen. Wie gesagt, ich sag, Prinz Eugen holen wir uns. Wir kaufen uns das Schiff und hätten dann noch Geld für ein U-Boot. Oder wir kaufen uns die Admiral Graf Spee und hätten dann noch 9.000 übrig und könnten uns ja wirklich, na, U-Boot können wir uns sogar mehr holen und kaufen uns halt dafür noch einen Zerstörer. Ha, müssen wir jetzt mal gucken. Schauen wir in der nächsten Folge, was wir uns genau holen. Wie gesagt, das ist natürlich scheiße, dass wir zwei Schiffe verloren haben. Eins weiß ich, zweite weiß ich jetzt gar nicht, wieso der jetzt weg ist. Ja, Mission 8 haben wir aber trotzdem bestanden. Und ich hoffe jetzt wirklich, dass wir mit diesen wenigen Schiffen durch Mission 9 kommen. Werden wir sehen, alles in der nächsten Folge. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, macht's es gut. Tschüss. So back to what I was saying. Could be us.